When last I saw Kayla, she was making her way toward it in pursuit of Heavenan. Unweit von hier befindet sich eine Brücke, die zu einem grauen Steinturm führt. Als ich Kayla das letzte Mal sah, machte sie sich auf den Weg, Heffernan zu verfolgen. Geht zum Portal zurück, kehrt nach Tarnsperr zurück und bötet, dass ich dies beenden kann, ehe die Teufel euch auseinanderreißen. Ihr meint diesen dunklen Turm da drüben? Es gibt nicht zufällig noch einen weniger bedrohlichen und unheilvollen Turm in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Also los geht's. Was ist mit uns? Hier gibt es nichts als Tod für euch. Kehrt nach Tarnsperr zurück. Ich werde mich um Kayla kümmern. Tut, was ihr wollt, solange ihr es könnt. Ich bezweifle, dass ihr lange durchhaltet. Ihr werdet sterben wie eure verdammte Herrin und alle, die es wagen, sich gegen mich zu stellen. Ihr habt doch nichts anderes erwartet, oder? Nehmen wir die zwei. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habt ihr recht, doch möchte ich euch für eure Hilfe danken. Lebt wohl. Oh, noch mehr Tod hier. Oh, da ist ein Wesen, das wir sichtbar machen können. Hi there. Ah, die Essenz des Bösen durchströmt diesen Ort. Welcher Unhold würde mich in einen solchen infernalen Abgrund rufen? Das war nicht eine Absicht. Seht ihr, ich habe diese magische Brille. Es war mir nicht bewusst, dass ihr ein Engel seid. Wenn ihr gehen wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Ich könnte es nicht. Jemand, der sich daran vergnügt, euch so jämmerlich zu sehen. Das war nicht meine Absicht. Na, es ist zu spät. Worum geht es diesmal? Ah, dass ich durch solch simple Ungetüme beschmutzt werden soll. Ihr, für dieses Vergehen sollte ich euch totschlagen. Eure Ignoranz beleidigt die heiligen Mächte, denen ich diene. Aber Beleidigung ist keine Verletzung, wenn ich glaube, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Ich werde euch verschonen, aber seid gewarnt. Spielt nicht weiter mit Kräften, die ihr nicht versteht. Sterblicher, wenn auch immer, was auch immer ihr beim nächsten Mal beschwört, ist vielleicht nicht so nachsichtig wie ich. Okay, hat keine Ladung mehr. Lassen wir mal den Engel hier Engel sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Vielleicht finden wir noch einen. Leichen von Kreuzritt und Teufel liegen über diese löchrigen Stufen verstreut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Er konnte doch Personen festhalten, oder? Nö. Ach, das ist nur Furcht, okay. Und natürlich läuft sie weg. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wäre mir nur recht. Ja, okay, sie läuft einfach in Keller. Kayla, wait! Please, talk to us! You promised to restore my wife, my children, yet all you've brought us is more death. I look in your eyes now and I see nothing but madness. You call me mad? I'll show you madness! I'll... No. No. I'll not kill an innocent man. I've not fallen so far as that. But I cannot stop now. Do as you will. Join me or no, I care not. Okay. Ich würde keinen unschuldigen Mann töten, so tief bin ich nicht gesunken, aber ich kann jetzt nicht aufhören. Macht, was ihr wollt, schließt euch mir an oder lasst es ist mir egal. Ihr nach, sie ist unsere einzige Hoffnung, das Portal zu versiegeln. Euer Teil ist erledigt, Brenuir, jetzt lasst mich meinen Beitrag leisten. Das muss ein Ende haben, Kayla, kommt zurück nach Drachensperr, wir werden das Portal gemeinsam versiegeln. Ihr könnt die Toten der Drachenspeerkriege nicht befreien, Kayla. Das geht nicht.
Mein Teil ist erledigt. Ich habe gerade erst angefangen, strahlende Dame. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen. I don't expect you. But there is one here who will leave this place, no matter the cost. Das erwarte ich nicht, aber einer wird diesen Ort verlassen, ganz gleich, was es kostet. Und schwupps ist sie weg. Flömp. Wie kann Bri ihr wünscht? Oh, da kommt was Böses an. But Thrix the Profane's Master would have you go no further. For now. Ihr seid weit gekommen, Brenno, ja, aber der Meister von Thrix dem Profanen würde euch nicht weiterlassen im Moment. Wer ist dieser Meister, von dem ihr sprecht? Ihr werdet ihn selbst treffen, sobald er mit dem Argent fertig ist. Nur in der Annahme, dass ihr so lange überlebt, natürlich. Scheusale begleitet Thrix, zerreißt diese Kreaturen, damit er sehen kann, woraus sie gemacht ist. Ach, Herr Jemine. Hi there. Worum geht es diesmal? Be direct. Yes. Well, Bol? I'll recover. Yeah? Feel the pain. Yes? Wie kann ich helfen? You fight well. Thrix the Profane is impressed. Ihr kämpft gut, Venu. Ihr Thrix der Profane ist beeindruckt. Thrix's master bid him bar all but the Argent for a time. And Thrix would not want to disappoint his master. Unless... Thrix Meister bat ihn eine Zeit lang allen außer Argent den Zugang zu verweigern. Thrix würde seinen Master nicht enttäuschen wollen. Es sei denn... If Thrix believed his master would not be his master much longer. If he believed you might slay his master, then Thrix might allow you passage. Master has been most vexing since the business with Kren Chinnabon. Thrix is weary. Wenn Thrix glaubt, dass sein Meister nicht mehr lange sein Meister wäre, wenn er glaubte, dass ihr seinen Meister töten könntet, dann könnte Thrix euch den Durchgang gestatten. Der Meister ist seit der Sache mit Kren Chinnabon sehr verärgert. Thrix ist es leid. Ich habe keine Zeit für einen Blödsinn-Teufel. Werde ich mich durchlassen oder nicht? Wenn Thrix wirklich wollte, dass sein Meister fiele, könnte Thrix mehr Hilfe anbieten, als nur zur Seite zu gehen. Öffnet die Tore, Teufel. Kayla muss durch meine Hand sterben. Ihr habt nur einen neuen Meister, Teufel, und der Name lautet Brenoir. Nehmen wir mal die zwei. You are in the first and greatest of the hells, little thing. Nothing here comes free. But perhaps you might be interested in a wager. Ihr seid in der ersten und größten Hölle, kleines Ding. Ihr entkommt nichts. Aber vielleicht habt ihr Interesse an einer Wette. Thrix hat drei Gegenstände, die für jemanden von Nutzen sein könnte, der den Basaltum stürmen will. Diese Klinge, schärfer als der lauteste Schrei. Diesen Helm, der den Kopf weicher bettet als eine Mutter, ihr neugeborenes Baby. Dieser Stab ist knorrig und hässlich, aber alles andere als nutzlos. Wenn ihr meine Wette gewinnt, gehört er euch oder einer der anderen Gegenstände. Wenn ich diese Wette annehme und gewinne, bekomme ich einen eurer Gegenstände. Und wenn ich verliere? Thrix wird sich einen eurer Freunde nehmen. Nun gut, ich werde euer Spiel stehen. But who shall the profane one take when, I mean, if you lose our wager? Thrix dachte sich das schon, aber wen soll der Profane nehmen, wenn... Ich meine, wenn ihr unsere Wette verliert. Die Frau dort mit dem leeren Lächeln. Wenn ihr Thrix Rätsel nicht lösen könnt, wird er sie nehmen. Stellt die Rätselfrage. Wenn ich sie nicht beantworten kann, könnt ihr sie haben. Tut mir leid, Safana, ich muss durch dieses Tor. Safana ist mehr als nur ein Lächeln, Thrix. Ich werde sie nicht verlieren, nicht an euch. Nein, ich werde Safanas Leben nicht mit einer Wette mit einem Teufel aufs Spiel setzen. Wenn ich eure Rätsel nicht lösen kann, werdet ihr meine Seele nehmen. Einverstanden? Keine Spielchen mehr, Thrix. Ich bin nicht in der Stimmung zu spielen. Lass mich in den Turm oder bezahlt den Preis. Nehmen wir mal die zwei. Your commitment to your friends is admirable. Euer Einsatz für eure Freunde ist bewundernswert, Brenoir. Eine Schande. Thrix glaubt, sie hätte sich in seiner Koterie würdig gemacht. Wer ist sonst noch da? Lass Thrix mal sehen.
Trix erkennt einen Diener von Urgotts, wenn er einriecht. Der Halborg wird Trix als Preis dienen, falls ihr das Rätsel nicht löst. Ah, ich bin fast versucht, euer Angebot anzunehmen, da ich weiß, dass ihr mit Dornikan als Gefangene nicht lange überleben werdet. Aber nein, er ist mir zu wert, verwittern einen anderen Preis. Ich vermute, Dornikans Schutzherr würde dies nicht gerne sehen. Es gibt nur eine Seele, für die ich hier sprechen kann, und das ist meine eigene. Wenn ich euer Rätsel nicht lösen kann, gehöre ich euch. Einverstanden? You willingly gamble your own soul. Oh, Thrix likes you. And he agrees. You'll make a fine addition to his collection. And now, the riddle. Ihr spielt bereitwillig um eure eigene Seele. Oh, Trix mag euch und er ist damit einverstanden. Ihr werdet seine Sammlung bestens ergänzen. Und hier ist das Rätsel. You should like this, child of Baal. Trix's riddle was devised for you and you alone. Das wird euch gefallen, Kind von Baal. Trix Rätsel wurde für euch alleine ersonnen. Now, tell me what I speak of. A useful tool, though most despise it. In light it can topple kingdoms, in shadows it sustains nations. Paupers fear it daily, kings fear it deeply. You were born to serve it, but because of it you will die. Sag mir, wovon ich spreche, ein nützliches Werkzeug, obwohl die meisten es verachten. Im Licht kann es Königreiche stürzen, im Schatten ernährt es Nationen. Arme fürchten es jeden Tag, Könige fürchten es zutiefst. Ihr wurdet geboren, um ihm zu dienen, aber wegen ihm werdet ihr sterben. Was ist das? Ihr sprecht vom Mordteufel. Ich denke, dass es Mord ist. Weil Gift ernährt... Also, mein Vater ernährt keine Nationen. Ich selber, das wäre zu überheblich. Ihr sprecht vom Mordteufel, Sabotage. Die Antwort lautet Schicksal. Ich bin für Mord. You have answered my riddle. Aren't you clever? Clever, clever, Ballspawn. Now choose your prize. Ihr habt mein Rätsel gelöst. Ihr seid schon schlau. Was? Kluge, schlaue Ballboot. Wählt jetzt euren Preis. Ich nehme den Helm. Ihr seid sehr weise. Er wird euch in den kommenden Kämpfen gute Dienste leisten. Trix's master should be finished with the Shining Lady by now. Enter freely and of your own will. Trix's Meister müsste die strahlende Dame inzwischen erledigt haben. Tretet freiwillig und aus eigenen Stücken ein. Ich habe eine Wette gegen einen Teufel gewonnen. Der Wächterteufel. Bessere Rüstungsklasse, aber halt weniger Trefferpunkte. Kann ich ehrlich gesagt mit leben. Worum geht es diesmal? Kann ich hier rasten? Tatsache, ich kann hier rasten. So viel Tod und wofür das alles? I had to make it right. I had to save them. Save him. Whatever the cost. Ich musste es das wieder richtig stellen. Ich musste sie retten, musste ihn retten, egal zu welchem Preis. Also noch ein Traum. There can be no victory without sacrifice. What are you prepared to lose? Have you anything left to surrender? Man kann nicht siegen, ohne etwas zu opfern. Was seid ihr bereit zu verlieren, Bueno? Ja, habt ihr noch etwas, das ihr aufgeben könntet? Was ich auch habe, ich werde es für den Weg der Rechtschaffenheit opfern. Nein, es muss einen anderen Weg geben. Ich würde ja sterben, bevor ich noch mehr verliere. Nehmen wir die zwei. You can walk but a single path. Dire consequences await those who try to find another way. Believe me, I speak from experience. Es gibt nur einen Weg, den ihr nehmen könnt. Schlimmere Konsequenzen erwarten jene, die versuchen, einen anderen Weg zu finden. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. You need not embrace your fate. But ultimately you will accept it. You can do nothing else. Ihr müsst euer Schicksal nicht mögen, doch am Ende müsst ihr es annehmen. Euch bleibt nichts anderes übrig. Und der nächste Schlechter, der mich umboxt. Ja?
Ihr braucht nur zu fragen. So, bevor wir da jetzt eintreten und in die nächste Cutscene stolpern, speichere ich jetzt einfach mal. Das wäre... Wow, wir haben schon lange kein LP mehr gemacht. 19. Let's play 019. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.